Hallo Herr Gerd, Sie sind heute Gast auf dem Bergmannstreffen Mallis. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen zum Arbeitsalltag im Bergbau stellen. Der letzte Schacht wurde 1960 geschlossen. Wie alt waren Sie da? Wie alt war ich da? 1960. 28 geboren. Wie alt war ich da? 30. Ne, 32. 28, genau. 32. Und dann, ach so, das war der Schluss. 60. Ja. So. Haben Sie Bergbau gelernt? Und wie war die Berufsbezeichnung? Ja, die Berufsbezeichnung war damals 1947, wie wir aus Pommern hierher kamen, nicht so sehr gut. Arbeit gab es überall, bloß man hat damals ja auch danach geguckt, wo kann ich Geld verdienen, wo kriege ich Essen. Wir hatten ja alle damals viel Hunger, gleich nach dem Krieg. Und dann habe ich 47, damals im 1. April, glaube ich, angefangen. 47, im Schacht. Und Sie haben Bergbauer gelernt? Nein. Okay. Da gab es nichts mehr zu lernen, die Jahre nach dem Krieg. Da gab es nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Okay. Wie sind Sie in den Schacht hineingekommen? Wie ist die Frage jetzt? Also, mit dem Fahrstuhl, zu Fuß, Leiter. Ja, so. Ja, so. Also zu Fuß. Es war eine schräge Einfahrt. Mhm. Keine senkrechte. Und deswegen konnte man da zu Fuß rein raus. Okay. Haben Sie sich manchmal unter Tage gefürchtet, dass etwas einstürzt? Oder? Ach, in dem Alter hat man noch nicht viel mit Furcht zu tun gehabt. Ach so. Es war natürlich manchmal schlimm, wenn die Wetter, es kam ja aufs Wetter auf. Wie kriegt man Sauerstoff hin noch und dann brauchen wir nicht. Ne? Und dann, das war die einzige Befürchtung, andere war es nicht. Wie lange war denn ein Arbeitstag so eine Schicht und wo wurden Pausen gemacht? Acht Stunden Arbeit, also 14 Uhr ne, bis 22 Uhr. Mhm. Und dann gab es 20 oder 25 Uhr, 30. Da hat keiner so genau hingeguckt. Es war ja alles schwarz und dunkel. Ja. Ne? Da hat keiner genau hingeguckt. Wenn Brotzeit war, war Brotzeit, dann hast du deine Stullen mit Stammkartoffeln drauf oder sowas genommen und die gegessen. Anders hatten wir damals ja nicht, wenn wir noch Brot genug hatten. So. Und hatten Sie Urlaub und wenn ja, wie viele freie Tage gab es? Also denn? Urlaub gab es genug, 24 Tage im Jahr. Okay. Nach Schließung des Bergwerks in Mallis, welche Arbeitsmöglichkeiten wurden Ihnen angeboten? Also, angeboten, man ist hingegangen und hat gefragt, kann ich Arbeit? Selbstverständlich, wir suchen noch Arbeiter. Ach so. Da konnte man sich eine Arbeit aussuchen. Okay, dann vielen Dank für das interessante Gespräch und noch einen netten Nachmittag mit Ihren ehemaligen Kollegen. Das war doch schon alles? Ja.